Back to the Future, the game. Folge 4, Double Visions. Was? Wo bin ich? Oh oh. Bürger Plus? Bürger Plus? Oh oh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Das ist aber nicht gut. Poster? Das ist nicht sehr entspannt. Die wollen uns jetzt auch eine Gehirnwäsche unterziehen wahrscheinlich. Ne, 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 ne. Da machen wir nicht mit. Da machen wir nicht mit. Wir rebellieren. Spinnt. Der spinnt wohl. Jemand hat meine Sachen weggesperrt. Die Kombination finde ich niemals allein heraus. Niemals. Niemals. Fenster. Tür. Können wir die eintreten? Hey, lass mich raus! Na, ist wohl nicht so, ne? Ja. Übrigens, willkommen zurück. Habe ich jetzt komplett vergessen? Habe ich die Dinge vergessen? Ja, willkommen zurück bei Back to the Future Episode 4. Wir sind hier eingesperrt, wie man sieht. Sprechanlage. Sorgen Sie dafür, dass der McFly-Junge für seine Bürger-Plus-Behandlung vorbereitet wird. Ich kümmere mich um meinen Ehemann. Wie geht es, Bürger Brown? Ich befürchte, es ist schlimmer, als wir dachten. Er ist völlig unsozial. Mist. Oh oh. Wir nutzen sämtliche Möglichkeiten, um ihn zu heilen. Aber ich fürchte, nur eine komplette Persönlichkeitswiederherstellung wird unseren Anführer zurückbringen. Und es ist alles McFlys Schuld? Unglaublich, oder? Ein einziger aufrührerischer Jugendlicher hat Hill Valley an den Rand des Ruins gebracht. Ja, nun, geben Sie Bescheid, wenn er bereit ist. Ich kümmere mich um Bürger Brown. Ich muss hier raus und Doc retten. Ja, wir brauchen Docs Hilfe, um die Zeitmaschine zu reparieren, um wieder zurückzukommen in, um wieder alles zu korrigieren. Wir müssen erstmal rausfinden, was dann kaputt gegangen ist. Aber jetzt erstmal Sprechanlage. Können wir mit dem Typen quatschen? Bestimmt, hallo? Oder? Was? Was? Ey, Junge, lass mich raus oder ich mach dir Messer, Junge. Lassen Sie mich raus. Tut mir leid, Sir, aber Bürger-Plus-Patienten dürfen ihren Warteraum erst verlassen, wenn der Bürger-Plus-Behandlungsraum für die Prozedur vorbereitet ist. Ja, gut, ne? Sie können mich nicht einsperren, das ist gesetzeswidrig. Als Sie Ihren Bürger-Plus-Behandlungsvertrag unterschrieben haben, gaben Sie der Bürger-Plus-Station rechtliche Handhabe, Sie bis zum Beginn Ihrer Bürger-Plus-Behandlung zu inhaftieren. Haben wir doch gar nicht. Ich habe nichts unterschrieben. Natürlich haben Sie das. Bürgerin Edna selbst hat mir die Papiere übergeben. Na klar hat sie das. Sie werden mir wohl nicht glauben, wenn ich Ihnen sage, dass Edna meine Unterschrift gefälscht hat. Der Witz war gut, Sir. Ja, das dachte ich mir schon. Hey, könnten Sie mir vielleicht einen Burger oder sowas ähnliches bringen? Ich hatte bisher nur einen Tofu-Hotdog. Die Regeln der Bürger-Plus-Behandlung besagen bedauerlicherweise, dass Sie die Prozedur mit leerem Magen beginnen müssen. Weil einem sonst der Mageninhalt wahrscheinlich wieder hochkommt. Warum ist mein Kram in einem Spind? Um zu gewährleisten, dass Bürger-Plus-Patienten sich keinen Schaden zufügen, werden ihre Habseligkeiten bis zur Vollendung der Bürger-Plus-Behandlung weggesperrt. Schaden zufügen? Es ist ein sehr intensives Programm. Manche verkraften das nicht. Kann ich mal einen Blick auf meine Sachen werfen? Wozu? Ich will sehen, ob meine Gitarre gut verstaut ist. Was? Kommen Sie, meine Eltern haben dafür ein Vermögen ausgegeben. Na gut, treten Sie von der Tür zurück. Jetzt schnell abhauen. So, Gitarre gut verstaut? Naja, anscheinend schon. Gut.
Ich hätte sie schnell rausgenommen und dem Typen über den Schädel gezogen, dann wäre sie zwar hin, aber egal, die kommt ja eh wieder, wenn wir alles korrigieren. Hat er sich die Kombination gemerkt? Ich glaube nicht, ne? Die Kombination finde ich niemals allein heraus. Er hat geguckt, aber hat sie nicht gesehen wahrscheinlich. Okay, Ziel. Entkomme aus Martys Bürger plus Warteraum. Ja, natürlich müssen wir das. Oh, hallo Kamera. Martin? Ah, Dad, bist du das? Wer denn sonst? Wo bist du? In der Garage natürlich. Aber was machst du denn auf der Bürger plus Station? Edna ließ mich reinwerfen. Das kann sie nicht mit dir machen. Wie kann ich helfen? Kannst du mir irgendwie helfen, aus dieser Klapsmühle zu kommen? Woran dachtest du dabei? Keine Ahnung. Vielleicht kannst du die Sicherheitssysteme umgehen. Umgehen? Na, du bist ja gut. Wir sind doch hier nicht in einem Science-Fiction-Film. Ja, der hat ja hier nur Zugriff auf die Kameras. Warum auch immer der hier in die Kamera reingucken kann. Das verstehe ich irgendwie nicht, aber gut. Ach so. Ich freue mich ja, dass du hier bist, aber warum bist du hier? Ich suche nach deiner Mutter. Mom? Wir hatten einen riesen Zoff, nachdem du weg warst und... Naja, sie hat sich für die volle Ladung Bürger Plus Behandlungen angemeldet. Hast du ihr nicht von Biff erzählt? Ich hab's versucht, aber du kennst ja deine Mutter. Wenn sie etwas wirklich will, dann wird sie zu einer echten Naturgewalt. Ich vermute mal, dass ich sie nur finden muss. Dann kann ich es ihr vielleicht noch ausreden. Okay. Und? Hast du Mom schon gefunden? Noch nicht. Du würdest nicht glauben, wie viele Kameras es hier gibt. 2 Millionen. Okay. Deine Sorge um Mom ist zwar rührend, aber könntest du nicht persönlich hierher kommen? Oh nein, das kann ich nicht. Ich habe wahrscheinlich eh schon genug Ärger mit der Obrigkeit. Nein, in Anbetracht der Situation ist es wohl besser, wenn ich bei den Fernsehern und den Kameras in der Garage bleibe. Kannst du mir irgendwie helfen, aus dieser Klapsmühle zu kommen? Woran dachtest du dabei? Keine Ahnung. Ach so. Umgehen? Ich muss in der Zeit zurückreisen. Ja, das hauen wir am besten raus. Komm. Dad, ich weiß, dass das starker Tobak ist, aber ich muss Bürger Brown retten, damit wir in der Zeit zurückreisen und verhindern können, dass Herr Edna überhaupt erst heiratet. Du hast recht, Sohn. Das ist starker Tobak. Also lass uns lieber vergessen, was du gesagt hast und uns auf deine Befreiung konzentrieren. Ja, vielleicht wäre das am besten. Ich frag mich, warum da Aux Inn steht. Aux Inn? Gitarre? Ja, ja. Dad, diese Bürger Plus Uhren werden jeden hier in Hill Valley in Roboter verwandeln. Angefangen mit Bürger Brown. Ich wusste schon immer, dass Digitaluhren böse sind. Nicht die Uhren sind schuld, Dad, sondern Edna. Sie ist völlig durchgedreht. Bürgerin Edna ist wahnsinnig? Das ist nicht gut. Aber es erklärt eine Menge. Ja, die totale Gedankenkontrolle. Die absolute Macht einfach. Der ist alles ein bisschen zu Kopf gestiegen. Deswegen müssen wir hier mal ein bisschen was dagegen unternehmen. So, pass auf. Ich habe versucht, die Kombination über die Schulter des Wachmanns zu sehen, aber er ist zu groß. Über seine Schulter? Warte mal. Was? Ich hab's vielleicht auf Band. Ein bisschen zoomen, ein bisschen nachschärfen. Ha! Was? Die Kamera war hoch genug, um alles einzufangen. Gute Arbeit, Dad. Die Kombination ist 2 links, 8 rechts, 18 links, 32 rechts. Bitte. Hey, deine Gitarre. Tut mir leid, dass ich sie loswerden wollte. Ja, die Gitarre ist ziemlich cool, aber das hier ist mir wichtiger. Kein Grund, deinen Dad zu Tränen zu rühren. Okay, was haben wir denn alles? Wir haben ein Foto von George, nach wie vor. Wir haben immer noch die Zeitung von 1986. Kriminalitätsrate wieder so niedrig wie nie. Klar, weil es ein Polizeistaat ist. Ganz genau. Und wir haben Martys Gitarre. Können wir die jetzt damit benutzen? Wird eine Menge Aufmerksamkeit erregen, wenn ich Musik über den Lautsprecher spiele. Ich sollte auf das richtige Publikum warten. Okay. Dad!
Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Kannst du mir irgendwie helfen, aus dieser Klapsmühle zu kommen? Woran dachtest du dabei? Keine Ahnung. Umgehen? Ja, umgehen, bleib alles klar. Nähe. Bin so nah dran wie möglich, Martin. Okay. Schön, wir haben unsere Sachen wieder, aber hier rauskommen tun wir trotzdem nicht. Hey, lass mich raus! Können wir die Ding damit benutzen? Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Auch gut. Hallo? Was ist? Kann ich mir meinen Kram nochmal angucken? Nein. Nein. Sie werden mir wohl nicht glauben, wenn ich Ihnen... Ja, okay. Schön. Ja, die Frage ist, wie kommen wir jetzt raus? Kamera. Citizen Plus. Ja, mehr können wir jetzt hier gar nicht machen, ne? Wie soll man denn jetzt hier Kamera? Dad! Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Nee. Bleib in der Nähe. Bin so nah dran. Ach, warte, vielleicht nochmal nach Dad. Dem anderen finden, fragen. Und? Hast du Mom schon gefunden? Noch nicht. Du würdest nicht glauben, wie viele Kameras es hier gibt. Bleib in der Nähe. Bin so nah dran wie möglich, Martin. Okay, ja, ich weiß gerade nicht. Nee. Ich glaube nicht. Vielleicht nicht. Keine Ahnung, was das bewirkt. Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Kombiniere alles mit allem. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier rauskommen sollen. Können wir dem das zeigen? Glaube nicht, dass ein Foto meines Dads hier was nützt. Ja, ich hol mir mal kurz einen Hinweis. Ich weiß nämlich gerade nicht. Vielleicht gibt es etwas oder jemanden, der dir bei der Flucht helfen kann. Ja, toll. Das ist ja ein toller Tipp. Wie soll man denn hier rauskommen? Wir haben unseren Kram wieder, aber bringen tut uns das jetzt nichts. Mit dem haben wir ja auch keine Dinge. Unterschrift gefälscht, Sachen ansehen, sagt er sowieso nein. Das bringt nichts, das ist Scheißdreck. Gibt's hier drinnen noch irgendwas? Ansonsten muss ich mir einfach noch einen Tipp holen. Ach, hier oben Fenster, guck mal. Jennifer. Jen? Hey, Jennifer! Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Dann schließ die Gitarre an. Los. Hier, jetzt aber. Wird eine Menge Aufmerksamkeit erregen, wenn ich Musik über den Lautsprecher spiele. Ich sollte auf das richtige Publikum warten. Was? Da ist doch das richtige... Die mag doch Rock, also dann... Mann, muss ich jetzt die Gitarre mit dem Fenster benutzen? Hier, Fenster? Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Hey, Jen! Woraus sind diese Fenster gemacht? Komm, dann reden wir nochmal mit dem Vater. Dad! Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Ah. Kannst du mich mit Jennifer verbinden? Jennifer Parker? Ja, sie ist in dem Raum neben meinem. Mal sehen, das müsste Warteraum Beta sein. Geschafft. Hab dich durchgestellt, Sohn. Jennifer? Martin, bist du das? Wo bist du? Hier drüben, in der Kamera. Ach, Martin, hast du nicht schon genug Ärger am Hals? Ärger? Jen, was redest du denn da? Wegen der Trinkerei und des... AZÖ. Jennifer, was ist denn los mit dir? Du klingst irgendwie sonderbar. Ich war sonderbar, Martin. Aber dank meiner Bürger-Plus-Behandlung bin ich auf dem besten Weg, ein normaler, ausgeglichener Teenager zu werden. Bürger-Plus? Ach nein, Jen. Nicht du auch noch. Ich verstehe. Wir müssen dann der ein bisschen Rock vorspielen, damit die wieder klar im Kopf wird. Alright, Alien under der Dingsbums hier. Ja, ich soll ja nicht Englisch reden. Okay, aber ich verstehe, was wir machen müssen. Ich verstehe.
Warum ist deine Tür offen? Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil sie schon fertig ist. Warum ist deine Tür offen? Da ich meine Bürger-Plus-Behandlung beendet habe, darf ich hingehen, wohin ich will. Ich warte nur darauf, dass mich die nette Wache nach draußen begleitet. Könntest du mir vielleicht helfen, auszubrechen, wenn du gehst? Ach, Martin, das kann ich nicht tun. Das ist gegen die Regeln. Natürlich. Okay, vergiss den Ausbruch. Könntest du mich besuchen kommen? Ich bin schon ganz einsam hier. Ich glaube, ein Treffen wäre keine gute Idee, solange du deine erste Bürger-Plus-Behandlung noch nicht hinter dir hast. Warum nicht? Ganz einfach, weil deine verflixten Hormone außer Kontrolle sind, Martin. Ja, ganz bestimmt. So schaut's aus. Jen, komm wieder zu dir. Das ist nicht dein wahres Ich. Ich meine, es ähnelt deinem wahren Ich, aber es ist nicht dein wahres Ich in dieser Zeitachse. Wow, das ist... Ja, es scheint verrückt. Du bist nicht verrückt, Martin. Nur krank. Ich weiß, wie es ist. Ich war ja auch krank. Aber jetzt werde ich nie wieder einen Buick besprühen oder mir Rockmusik anhören. Das denkst du auch nur. So. Hey, weißt du, wie spät es ist? Nein. Haben sie dir nicht so eine Art Digitaluhr gegeben, nachdem die Hirnwäsche vorüber war? Die Bürger-Plus-Uhr? So eine kriege ich frühestens nach 5, 6 weiteren Behandlungen. Ach, Mann. Wie bist du eigentlich in das Bürger-Plus-Programm geraten? Mein Dad hat mich angemeldet und das ist auch gut so. Ich war völlig außer Kontrolle. Mir gefiel es irgendwie. Natürlich. Jen, dieser ganze Bürger-Plus-Kram ist Betrug. Edna nutzt ihn, um die Kontrolle über alle in Hill Valley zu übernehmen, inklusive ihres Mannes. Bürgerin Edna sagte mir, dass du Wahnvorstellungen hast, aber mir war nicht bewusst. Ja, ihr war nicht bewusst. Schön, dass es dann einfach aufhört, finde ich gut. Wie war denn deine Bürger-Plus-Behandlung eigentlich so? Sie war... Nun, das ist komisch. Ich kann mich nicht erinnern. Muss eine Nebenwirkung der Behandlung sein. Na sicher. So, das hatten wir ja schon alles. Das ist ja immer wieder dasselbe, wie wir wissen. Kannst du vielleicht noch ein Weilchen dableiben? Es ist schön, mit jemandem reden zu können, weißt du? Ich warte hier, bis mich der Wachmann abholt. Aber dann muss ich ihm erzählen, dass du Zugriff auf die Kameras hast. Ach komm schon, sei kein Spitzel. Ich bin kein Spitzel. Ich bin ein guter Bürger. Natürlich. So, pass mal auf. Dann machen wir hier das. Ja, sehr gut. Okay, Jen, das hier wird dir bestimmt gefallen. Ich hoffe jedenfalls, dass es das noch tut. Martin? Jennifer? Oh, Martin. Martin? Was machst du? Da! Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, Sir. Ich habe mich um meine Angelegenheiten gekümmert, als plötzlich dieser furchtbare Lärm aus der Kamera kam. Da stimmt was nicht. Ja, genau wie hier. Niemand spielt mit meinem Verstand, kapiert? Niemand. Ich bin Jennifer Parker, Rock'n'Roller. Jen? Oh, ja, richtig. Jen! Wir haben keine Zeit für Plaudereien, McFly. Wir müssen dich tarnen, damit wir hier rauskommen. Haut sie den Typen einfach um. Kleinunterwäsche? Echt jetzt? Fertig. Wie sehe ich aus? Etwas zu klein für ein Mitglied der Sturmtruppen, aber es muss reichen. Los! Hat sie dem einfach den scheiß Koffer auf die Fresse gehauen. Oh, geil, ey. Ja, wir haben uns jetzt hier getarnt. Okay, ja. Dad? Dad? Oh, oh. Er ist weg. Das ist nicht gut. Aber wir können jetzt rausgehen. Hallo? Raus? Ach so,